Architektur ist eine autonome Disziplin. Autonom heißt hier für mich eigenverantwortliche Disziplin. Sie hat eine spezifische gesellschaftliche Aufgabe und eine Kernkompetenz, die nur von dieser Disziplin gesellschaftlich geleistet wird, in der Gesellschaft geleistet wird. Und zwar ist die spezifische Kernkompetenz über Design, über das Entwerfen und Strukturieren von gebauter Umwelt und auch dem Ausstaffieren von der gebauten Umwelt mit Mobiliar, da ziehe ich also auch Möbeldesign hinein, und das Ausstaffieren unserer gebauten Umwelt mit Produkten. Das sind alles Designer. Also Architektur und Design, Industriedesign, auch Modedesign, Produktdesign, Möbeldesign, Interiordesign, Architekturen und Städtebau. Und das ist alles ein gesellschaftliches Subsystem oder ein Funktionssystem der Gesellschaft, mit dem Auftrag eben über diese räumlichen, entwerferischen Strukturierungen gesellschaftliche Kommunikation zu ordnen. Also das ist das Hauptthema. Die Kernkompetenz ist, über Gestaltung und über Raumgestaltung gesellschaftliche Kommunikation zu ordnen, sodass die Teilnehmer an gesellschaftlicher Kommunikation sich versammeln können, sich auch spezifisch mit anderen Mitgliedern der Gesellschaft, die für sie von Interesse sind, zusammenkommen, also dass man spezifisch einander findet und dass es nicht jeder mit jedem, sondern ganz spezifische Gruppierungen und Subgruppen und Netzwerke, die sich wiederfinden müssen und in spezifischen Kommunikationssituationen wiederfinden müssen. Sie finden sich in der Freizeit, sie finden sich in verschiedenen Arbeitsszenarien, Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen, Lernveranstaltungen, in spezifischen Situationen, für die sie Architektur sie dann in bestimmte Konstellationen bringt, und nur wenn spezifisch relevante Leute in spezifischen Konstellationen zueinander finden, findet produktive Kommunikation statt. Und die findet nicht, kann man nicht erwarten, wenn wir alle sozusagen kopflos und ohne uns zu wissen, wo wir sind und wer wo wie was macht und uns irgendwie nur zufällig begegnen, kommt keine produktive, sozusagen hochkarätige Kommunikation dabei heraus. Also Strukturierung von Kommunikation ist das Thema, das ist Architektur, Kommunikationsgestaltung, und deshalb ist für mich Architekturtheorie auch Teil von Kommunikationstheorie. Und damit ist auch schon mit beantwortet, was Architektur kann. Architektur kann als Disziplin ganz spezifisch in jeder neuen historischen Situation diese Aufgabe, Kommunikation zu strukturieren, neu lösen. Ja, und die muss jeweils neu gelöst werden, weil Mittelalter waren andere Anforderungen an Kommunikation und andere gesellschaftliche Ordnungsstrukturen relevant als in der Zeitalter der Industrialisierung und der Entstehung von einer industriellen Massengesellschaft. Und in der heutigen Gesellschaft ist es wieder anders. Und dazu braucht man sozusagen einen architektonischen Diskurs, der diese gesellschaftliche Aufgabe auf neuer Entwicklungsstufe immer wieder auch neu löst. Und die Konzepte, mit denen wir sie heute für die, was ich die postfordistische Netzwerkgesellschaft nenne, für die brauchen wir neue Konzepte, weil unsere Kommunikation in der Netzwerkgesellschaft viel vielgestaltiger ist, weil sich Gesellschaft viel stärker ausdifferenziert hat und weil wir viel intensiver kommunizieren müssen. Jeder oder viele, nicht jeder mit jedem, aber viele mit vielen. Und so dass wir zumindest in unserem Arbeitsbereich mitkriegen, was die verschiedenen anderen Teilnehmer, zum Beispiel an Architektur oder an bestimmten Wissenschaftler müssen das ganz genau, sie müssen immer wissen, was alle anderen auch machen. Deshalb müssen sie ständig auf Konferenzen gehen, ständig intern miteinander kommunizieren und schauen, dass sie sich ständig wieder neu vernetzen. Das ist neu. Das war in der Industriegesellschaft, da war das mehr so, dass wir uns räumlich voneinander abtrennen, uns spezifisch ausstatten und uns unseren Spezialaufgaben
Abarbeiten, das waren meistens Routinen, wo ich 10 Jahre lang an dem gleichen abgearbeitet habe, also in irgendeiner Bürokratie, irgendwelche in der Bank Routineaufgaben übernommen habe oder in der Fabrik 10 Jahre lang das Gleiche oder in der Versicherungsgesellschaft und so weiter. Und heute ist es ganz anders. Da wird also jetzt mehr darum, dieses Abarbeiten wird jetzt von Robotern oder Computern gemacht und wir als Teilnehmer von gesellschaftlicher Kommunikation müssen uns ständig überlegen, wie wir weiterentwickeln können, wie wir neue Innovationszyklen, neue projektbezogene Konstellationen, immer wieder neuen Arbeitszusammenhängen. Und die müssen sie auch selber neu erfinden. Und dazu brauchen wir eine viel, viel höhere Kommunikationsdichte, Intensivität von Kommunikation in flexibleren, offeneren, poröseren Räumen und so weiter. Deshalb, und das können eigentlich meiner Meinung nach nur das parametrische Entwerfen hinkriegen. Und nur, weil offenere, porösere, komplexere, ausdifferenziertere Architekturen und Stadttexturen eigentlich diese verdichtete Kommunikation ermöglichen. Also das kann Architektur, das kann aber Architektur auch nur dann, wenn sie sich sozusagen intellektuell und entwerfstechnisch und methodologisch und auch im Sinne von digitalen Entwurfsmethoden aufrüstet. So, also wie positioniere ich mich im Diskurs der Architektur? Ich positioniere mich so, dass ich daran glaube, dass eine ganz bestimmte Tendenz, die wir wahrnehmen in der Architektur der letzten 10, 15 Jahre, die ich sozusagen Parametrismus nenne, dass ich mich voll und ganz dort positioniere und sage, dass andere Tendenzen, die parallel noch existieren, zum Beispiel Minimalismus oder eine angebliche wieder erscheinende Postmoderne, im Sinne von Collage-Kompositionsmethoden, dass ich da sage, nein, das führt nicht weiter. Erstens gibt es da nicht diesen Innovation, das nach vorne arbeiten, entweder das Neues, sondern Minimalismus sozusagen weiterarbeiten, etwas Althergebrachten. Und die Postmoderne ist sozusagen auch, eigentlich war ein Zwischenstadium, das eigentlich überwunden war, dass da Leute immer noch dran weiterarbeiten oder dahin zurückfinden. Das sage ich, führt nicht sehr viel weiter. Und wir haben genügend Entwicklungsmöglichkeiten und auch Möglichkeiten des individuellen Beitrags und der individuellen Kreativität in dieser großen neuen Bewegung, die ich Parametrismus nenne. Das ist nicht all einheitsbrei, sondern das ist eine Konvergenz nach Prinzipien, an denen wir teilnehmen wollen. Also das sind bestimmte Minimalstandards, die wir von uns jetzt verlangen, zum Beispiel Kontextsensitivität, Adaptionsfähigkeit der entwerferischen Methoden bezogen auf Klimata und soziale Differenzen weltweit und nicht in einem Einheitsprinzip wie noch im Modernismus. Das ist eine Mindestanforderung, dass wir sozusagen anstatt zu repetieren, variieren und dass wir anstatt einfach Dinge aneinander zu basteln, sozusagen Dinge miteinander in Resonanz bringen. Das sind ganz abstrakte Prinzipien, auf denen bestehe ich und eine ganze Generation von Architekten ist auf diesen Prinzipien verschrieben, intuitiv und mit dieser neuen Generation von Architekten identifiziere ich mich, da arbeite ich mit und das ist meine Position, die ist auch ganz scharf abgegrenzt gegenüber anderen Positionen. Ich glaube aber, dass diese Position sozusagen, obwohl sie sich einerseits scharf abgrenzt, im Inneren aber eine enorme Vielfalt und Entwicklungspotenzial hat. Und deshalb keine Beschränkung ist. Es gibt sozusagen eine Richtung. Also ich glaube nicht, dass wir sozusagen in alle Richtungen gleichzeitig arbeiten können, sondern dass irgendwo historisch eine Entscheidung gefallen ist auch fast schon, ich würde sagen im Sinne einer Avantgarde, einer Konvergenz, einer Generation von Architekten, die in eine ganz bestimmte Richtung weiterarbeiten und in dieser Richtung
sich ausbreiten, aber eben nicht mehr links und rechts und nach hinten, sondern nach vorne. Ja. Und das ist meine Positionierung.